Motorsport live im DSF mit dem D1 Super Tourenwagen Cup auf dem Salzburgring. Ein herzliches Grüß Gott bei Ihnen zu Hause aus dem schönen Salzburger Land. Freuen Sie sich auf 2 Stunden packenden Motorsport mit der 2-Liter Tourenwagen-Serie in Deutschland. Ja, spannend wird es ganz bestimmt, denn das Wetter hier, das wechselt praktisch jede halbe Stunde. Da kann sich unheimlich viel tun. Und auch Claudia Hörtgen verfolgt. Auch die beiden Damen kämpfen hier mit gegen 28 andere Männer. Und es sind gut 30.000 bis 40.000 Fans, die sich hier trotz widrigen Bedingungen hier am Salzburgring eingefunden haben. Wir haben Roberto Ravaglia gesehen, der ist hier gerade noch abgeflogen vor kurzem. Der BMW-Fahrer scheint schon wieder guter Dinge zu sein. Insgesamt also ein vollgepacktes Starterfeld mit Superpiloten in der 2-Liter-Tourenwagen-Serie, die in den letzten beiden Jahren für viel Furore gesorgt hat. Ja, Sie zu Hause können auch Patter die Gesamtführung. Zurück auf dem Salzburgring, wie immer mit charmanten Damen, die jetzt hier auf die Piloten warten in der ersten Startreihe. Die haben viel zu tun, die Damen, denn die Piloten werden von Mal zu Mal mehr. 30 sind es hier am Salzburgring. Mit dabei natürlich wieder Stuck und Heger, die beiden Audi-Gaul. Sich unglaubliche Windschattenspiele abspielen, das heißt, der Hintermann kann sich im Luftloch des Vordermannes ansaugen, erhöht dann die Geschwindigkeit, kann sich neben ihn setzen und muss allerdings natürlich noch rechtzeitig bremsen, auch beim Bremsen aufpassen, dass er die Kurve noch bekommt. Position 2, Nocksteinkehre, der beste Platz hier zum Ausbremsen nach einer langen Geraden. Eine Kurve, die fahrerisch viele Varianten offen lässt. Man kann außen fahren, innen fahren, je nach Sachlage. Wichtigstes ist, möglichst früh in der Kurve aufs Gas gehen, um die ganze Geschwindigkeit mit den langen Berg hinaufzunehmen. Das ist das Allerwichtigste. Hier muss auch optimal übersetzt werden, um diesen Speed mitnehmen zu können. Position 3, Fahrerlagerkurve. Eine der schnellsten Kurven im D1 Super Tourenwagen-Zirkus. Ich bin sie im Training einmal im 6. Gang vollgefahren. Das aber muss man schon die Arschbacken zusammenkneifen. Wichtig ist, über die Bodenwellen das Auto sehr gut vom Dämpfer abgestimmt zu haben. Man muss unheimlich präzise einlenken. Fährt man einen Meter zu spät rein, wird am hinten die Straße zu eng. Eine ganz wichtige Stelle. Hier muss man wirklich sein Auto perfekt abgestimmt haben. Position 4, Schikane vor Start und Ziel. Eine Kurve, in der der Fahrer unheimlich gut psychisch und physisch gut drauf sein muss. Eine sehr rhythmische Kurve. Wenn ich in der ersten Kurve eine falsche Linie fahre, ist die zweite verkehrt. In der dritten stimmt es dann überhaupt nicht mehr. Und die dritte auf die Gerade raus ist die wichtigste Kurve, weil nämlich hier nehme ich den Speed mit hinaus auf die lange Gerade runter, um mich auch im Windschatten ansaugen zu können. Also eine sehr wichtige Stelle dieses Kurses. Ja, hoffentlich machen die Piloten das alles richtig. 30 Stück wollen da alle gemeinsam durch die Nocksteinkehre zu. Ich schätze, da wird schon ab und zu mal krachen. Vor allem das Wetter spielt jetzt auch wieder ein bisschen verrückt. Wir haben 15 Grad, Asphalttemperatur 17 Grad und es sieht wieder ganz nach Regen aus. Unsere Damen haben auch schon wieder die Regenbekleidung mitgebracht. Ich hoffe, Sie zu Hause haben es trocken und gemütlich. Ganz sein, nämlich mit den roten Außenspiegeln. Aber einmal in Ruhe an. Alfred Heger, der erste Fahrer, der zum zweiten Mal in diesem Jahr auf der Pole Position steht. Und daneben Jockel Winkelhock, der heute früh im Warm-up auf der Trockenen Strecke absolut der schnellste war. Reihe 2 mit Steve Soper, dem Heimkehrer in eine deutsche Serie. Er fährt normalerweise in Japan für BMW und der Tabellenführer Frank Bieler, der möglichst ruhig fahren möchte heute, Punkte sammeln will, nicht unbedingt gewinnen muss. Die dritte Reihe mit dem Geburtstagskind von gestern, Alexander Burgstaller, und dem Routinier im Audi-Lager, Hans-Joachim Stuck, der ebenfalls sehr motiviert ist. Vierte Reihe mit Peter Cox, der nach dem ersten Zeittraining gestern noch in Reihe 1 stand, dann aber zurückfiel. Und Kies Odorda heute früh im Aufwärmtraining auf der trockenen Strecke sehr schnell war, nämlich die viertbeste Zeit fuhr. Reihe 5, Roberto Ravaglia und Tamara Vidali, beide aus der Nähe von Venedig. Ravaglia hatte heute früh im Aufwärmtraining einen spektakulären Unfall. Das gleiche übrigens vor 2 Wochen beim Testen. Die sechste Reihe, die beiden besten Ford Mondeo mit Roland Asch, dem Überraschungsmann zuletzt auf dem Nürburgring, und Terry Butzen im allradgetriebenen Ford Mondeo. Es geht dort also deutlich aufwärts. In der siebten Reihe etwas enttäuschend Armin Hahn im besten Honda und Jörg Müller, der Teamkollege von Steve Soper. Reihe 8, der beste Privatfahrer, wieder einmal Philipp Peter im Audi 80 Competition, jetzt mit einem sequentiellen Getriebe, und Sascha Maaßen, der zweitbeste Nissan-Fahrer im Training. Reihe 9, ein weiterer Heimkehrer, Chris Nissen im dritten Schübel Mondeo und Klaus Nietzwitz im zweiten Honda. Wie gesagt, bei Honda lief es im Aufwärmtraining besser als gestern im Training. Die zehnte Reihe, die nächsten Privatfahrer, Josef Wensch und Johnny Hauser. Dann in der 11. Startreihe Marc Kindorf und Claudia Hörtgen, die nun eine echte Ford-Werksfahrerin ist. Riccardo Patrese, der gestern einen spektakulären Unfall hatte. Und Enrico Bertaggia, ein neuer Mann aus Italien im Wolf Mondeo.
Die 13. Reihe, Ivan Capelli im Allrad Primera und Rüdiger Julius im Holzer BMW. Die 14. Reihe für Patrick Ulrich aus der Schweiz und etwas enttäuschend Alex G., der gestern überhaupt nicht zurechtkam. In der 15. Reihe sollte stehen Klaus Panchius, die Meldung aber aus der Boxengasse. Das Auto ist nicht da, es gibt einen Motorschaden und Michael Heigert, der sich kürzlich einer Knieoperation unterziehen musste. Er steht aber am Start. Die Fahrzeuge sind bereits auf dem Weg zurück in die Start- und Zielgerade. 30.000 Zuschauer hier auf den Rängen, die sich von diesem extrem schlechten Wetter in den letzten beiden Tagen nicht haben abschrecken lassen. Und sie werden mit Sicherheit ein spannendes Rennen hier auf dem Salzburgring erleben. Und ich sagte es Ihnen, die Sonne blinzelt so ein bisschen im Augenblick zwischen den dunklen Wolken hindurch. Wir können uns also möglicherweise auf ein trockenes Sprintrennen und ein richtiges Rennen später freuen. 8 Wochen Pause hatten wir fast und wer es vergessen hat in dieser Zeit, es gibt jetzt einen Sprint über 14 Runden bzw. 60 Kilometer. Da gibt es zwar auch schon Punkte, aber hier geht es in erster Linie um die Startplätze für das eigentliche Rennen, das dann nach einer Reparaturpause über 100 Kilometer bzw. 24 Runden führt. Die Totale hier des Salzburgrings. Es ist eine extrem schnelle Rennstrecke mit den langen Geraden, mit schnellen Kurven, da haben Sie auch im Stuttgart das vorhin erzählt. Die Durchschnittsgeschwindigkeiten liegen bei knapp 190 km pro Stunde mit einem Super-Tourenwagen. Topspeed über 240 km/h, nämlich oben am Berg. Stehender Start wie in der Formel 1 und das Feld ist so groß geworden in dieser 2. Saison des D1 Super-Tourenwagen Cups, dass die letzten Fahrzeuge hinten bereits um die Kurve herumstehen. Erinnern wir uns vor einem Jahr in Berlin, das erste Rennen des Tourenwagen Cups, 16 Autos damals. Heute hier in Salzburg sind es 29, im Training waren es 30. Und in 14 Tagen in Berlin soll das Feld noch einmal größer werden. Grüne Flagge ist hinten geschwenkt. Es dauert es nur noch wenige Sekunden, bis das rote Licht aufleuchten wird. Es ist geschehen. Und grünes Licht sehr schnell geschaltet. Wer kommt hier am besten weg? Es ist Jocke Winkelhock, der sofort rüberzieht, sofort die Nase zumacht vor Alfred Heger und die Führung für BMW übernimmt. Das ist natürlich gar nicht nach Wunsch gelaufen jetzt für Audi, denn auch aus der nächsten Reihe kommt ein weiterer BMW-Pilot. Das ist Steve Soper mit den rosa-lilanen Außenspiegeln, der sich vorbeischiebt am Alfred Heger. Also zwei BMW sofort vorne. Die Allradpiloten konnten hier den Traktionsvorteil diesmal nicht ausnutzen. Alles gut gegangen bisher, es geht hinein in die Nocksteinkehre. Auch da sortiert sich das Feld sehr, sehr artig und brav. Man hatte doch ein bisschen Bedenken hier auf diesem Salzburgring mit den hohen Geschwindigkeiten, dass es zu der einen oder anderen Kollision kommen könnte, wie im letzten Jahr, als das Rennen für Emanuele Pirro und Frank Bieler bzw. Alexander Burgstaller nach wenigen Metern zu Ende war. Da kommt der nächste BMW, der vorbeifahren will an Alfred Heger und das gelingt. Das war einer der Bigazzi-BMW, das müsste Alexander Burgstaller gewesen sein. Und gleich noch einer, Peter Cox, mit den weißen Außenspiegeln, auch noch vorbei an Alfred Heger. Und das Ganze oben auf der Bergaufgeraden, wo die BMW-Piloten im Training absolut die schnellsten waren. 239 Kilometer pro Stunde und das im Regen. Also 4 BMW jetzt vorne, dann erst Alfred Heger und gar nichts zu sehen ist vom Tabellenführer Frank Bieler, in dessen Auto wir hier sitzen. Schön zu sehen, er fährt hinter Roberto Ravaglia, der also heute früh diesen spektakulären Ausrutscher hatte in der schnellsten Kurve der Strecke im 6. Gang bei Vollgas. Der ist weit zurückgefallen, der Frank Bieler, liegt hier nicht in der Top 10. Jetzt, da die erste Runde zu Ende geht, Winkelhock in Führung vor Soper, Burgstaller, Cox und Heger. Wir sitzen bei Frank Bieler, wir haben 3 Kameras montiert, er hat jetzt etwas Ruhe auf der Geraden, aber er wird immer weiter zurückgereicht. Hier gibt es ein internes Gerangel bei BMW. Hat sich der Alexander Burgstaller, wenn ich es richtig gesehen habe, an Steve Soper vorbeigeschoben. Alles sehr manierlich. Jockel Winkelhock mit einem Vorsprung von fast einer Sekunde. Dann Burgstaller, dann Soper, dann Cox. Also 4 BMW auf den ersten 4 Plätzen. Und Frank Bieler ist zurückgefallen auf die 11. Position. Schon im letzten Jahr war BMW hier stark, während Alfred Heger hier einen weiteren Platz verliert. Und das ist Armin Hahne im Honda Accord, der also das schlechte Training hat vergessen können. Und hier vorbeigefahren ist, auf der Bergaufgeraden an Alfred Heger. Die Audi-Piloten fallen im Augenblick Platz um Platz zurück. Und auch der erste Nissan ist schon dran am Heck von Alfred Heger. Das ist Kies Odor. Haben wir Armin Hahne im Honda Accord, der nun ebenfalls vorbei ist an Alfred Heger. Und der nächste, der den Alfred Heger überholen möchte, das ist
Marquis Sodor. Zweite Runde ist zu Ende. Jochen Winkler hat seinen Vorsprung auf 1,1 Sekunden ausgebaut. Und Frank Bieler hält sich auf der 11. Position und er fährt hinter Roland Asch, dem Sensationsmann vom Nürburgring. Die lange Gerade. Und da verlieren die Audi-Fahrer mächtig an Boden. Jetzt ist auch Jörg Müller vorbeigekommen an Frank Bieler. Während Alfred Heger jetzt auch Kies Odor vorbeigelassen hat und Roberto Ravaglia bereits am Heck des Audi-Fahrers knabbert. Ja, das ist natürlich frustrierend für die Audi-Piloten. Man hatte sich gestern nach dem Training als Alfred Heger auf der abtrocknenden Strecke die Bestzeit fuhr, doch mehr ausgerechnet. Aber die BMW-Piloten wie Alexander Burgstaller, in dessen Cockpit wir hier sitzen, dominieren im Augenblick nach Belieben. Burgstaller auf der zweiten Position, fährt hinter Jochen Winkler. Und zu seinem Geburtstag gestern, er ist ja 26 Jahre alt geworden, da hat sich der Alexander Burgstaller gewünscht, dass er endlich einmal etwas weiterkommt hier in Salzburg. Er liebt diese Strecke, er mag sie, er ist ja auch nicht allzu weit von hier entfernt zu Hause, nämlich in München. Und da hat er sich gewünscht, endlich einmal ins Ziel zu kommen. Bisher sieht es gut aus auf Platz 2. Peter Cox übrigens inzwischen vorbei an Steve Soper auf die dritte Position nach vorne gekommen. Winkelhock, Burgstaller, Cox, Soper, Hane, Odor. Alfred Heger als bester Audi-Fahrer nur noch siebter. Dann Roberto Ravaglia, der jetzt auf der Geraden aus dem Windschatten herausgefahren ist und einfach an Alfred Heger vorbeifährt. Ja, was ist denn los mit den Audi A4, werden sich fragen. Die mögen diese Strecke nicht so gerne, denn es geht überwiegend geradeaus. Es kommt auf Motorleistung an, es kommt auf gute Aerodynamik an. Das Gewicht ist natürlich entscheidend auf der Bergaufgeraden und die BMW-Piloten durften abspecken in den letzten Wochen um 25 Kilogramm. Das heißt natürlich nicht die Piloten, sondern deren Autos. Und das hat sich ausgewirkt, wie man hier deutlich sieht. 4 BMW vorne, das heißt inzwischen ist der Honda da von Armin Hane vorbei an Steve Soper, nun auf Platz 4. Armin Hane und Soper, früher Teamkollegen gewesen im Bigazzi-BMW-Team. Hane dann einen anderen Weg gegangen, wechselte zu Honda, erst in den GT Cup und nun in den STW Cup. Und jetzt Kies Odor. Kies Odor auf dem Vormarsch, schnappt sich Steve Soper. Also ich fürchte mal, dass der Steve Soper hier etwas Probleme mit den Reifen bekommt, denn das ist ein ganz, ganz entscheidendes Thema auf dem Salzburgring. Sie wissen es längst, im D1-Supertourenwagen-Cup ist ein Reifenkrieg ausgebrochen, der in den letzten Wochen etwas an Schärfe gewonnen hat, denn das Schnitzer-Team hat die Reifenmarke gewechselt, ist von Yokohama zu Michelin gewechselt. Kies Odor, Attacke auf Armin Hane, fährt aus dem Windschatten heraus, Hane macht zu, auf der langen Geraden. Und Roberto Ravaglia schnappt sich auch Steve Soper, der jetzt Platz um Platz zurückgereicht wird. Wir erinnern uns, nach der Startrunde war Soper Zweiter. Kies Odor ist dran an Armin Hane. Hier geht es um die vierte Position. Und es ist erstaunlich, wie dieser Vorjahres-Nissan Primera, der hier das blaue Fahrzeug mit den roten Außenspiegeln, wie gut dieses Auto funktioniert. Denn man hat eigentlich bei Nissan auf das Allradauto gesetzt, das von Ivan Capelli bewegt wird, übrigens im Augenblick auf der 25. Position, und hat das frontgetriebene Fahrzeug nicht weiterentwickelt. Das wird sich jetzt ändern. Man möchte mehr an diesem Auto arbeiten, aber jetzt wird es interessant an der Spitze. Alexander Burgstaller ist die schnellste Runde gefahren, 1:21.06. Und er ist jetzt dran am Heck von Jockel Winkelhock. Die Frage ist natürlich, ist Jockel Winkelhock die ersten Runden etwas zu schnell angegangen mit dem Michelin-Reifen? Auch Burgstaller fährt auf Michelin, aber er kennt diese Reifen schon wesentlich länger als Joe Winkelhock, der seit 7 oder 8 Jahren nichts anderes fuhr als Yokohama und sich erst in der letzten Woche bei Testfahrten in Vallelunga in Italien an diese neuen Reifen gewöhnen konnte. Fünf Runden gefahren, es sind noch deren 9. Es hat sich ein Dreierpaket abgesetzt und dann die Verfolgermeute, angeführt von Armin Hane. Dann Kies Odor und Roberto Ravaglia. Jetzt auf der Innenbahn versucht er, an Odor vorbeizukommen. Hier das Führungstrio. Die Verfolger, Armin Hane, dann Ravaglia und Kies Odor. Ravaglia hier auf dem Vormarsch, fährt eine schnelle Runde nach der anderen. Das Ganze spielt sich 5 Sekunden übrigens ab hinter dem Führungstrio Winkelhock, Burgstaller, Cox. Hier ist ein ganzes Paket zusammen. Und da erst haben wir den besten Audi, Alfred Heger, der jetzt attackiert wird von Roland Asch, in dessen Auto wir in diesem Moment sitzen. Und achten Sie einmal darauf, dass die Audi-Fahrer auf den Geraden nicht ganz mitkommen mit der Konkurrenz.
Schöne Aufnahmen da gerade aus dem Cockpit von Roland Asch, der ein nagelneues Auto erhalten hat für dieses Rennen. Das Auto ist leichter geworden, etwas steifer, und Roland Asch fühlte sich am Freitag, als er die ersten Runden drehte, mit diesem Fahrzeug sofort wohl. Ravaglia hat es geschafft. Er hat Armin Hane und Kiesodor überholt. Also damit 4 BMW auf den ersten 4 Positionen. Und an der Spitze wird es enger zwischen Winkelhock und Burgstaller. Burgstaller jetzt auf der Außenbahn. Und die Frage ist, darf er überhaupt Jockel Winkelhock angreifen und überholen? Denn eigentlich ist Winkelhock derjenige, genau wie Peter Cox, der jetzt auf der dritten Position ebenfalls den Anschluss findet zu führenden Winkelhock, derjenige noch die besten Chancen auf den Titel im D1 STW Cup hat. Hier noch einmal das Manöver Roberto Ravaglia gegen Armin Hane. Er hatte den Armin Hane überrascht in der Fahrerlager-Schikane. Und jetzt also 4 BMW-Piloten auf den ersten 4 Plätzen. Und da wird der Alfred Heger gleich links und rechts gepackt. Wird den Sandwich genommen von Steve Soper und Roland Asch. Das war aber eine haarige Attacke. Asch jetzt vorbei an Heger und auch Soper ist vor Heger. Dahinter kommt der nächste BMW, da kollidieren Alfred Heger und ein weiterer BMW-Fahrer. Das ist Jörg Müller mit den gelben Außenspiegeln. Da hat sich ein wahrer Stau gebildet in diesem Paket und da geht es um die 8. Position. Stoßstange an Stoßstange geht es hier in diesem Sprint zur Sache und die Audi A4-Piloten werden immer weiter nach hinten gereicht. Kiesodor ist inzwischen vorbei an Armin Hane, ist damit bester Fronttriebler mit dem Nissan Primera nun auf der 5. Position. Und richtig zur Sache geht es hier in diesem Paket ab Platz 8. Hier sehen wir noch einmal das Überholmanöver. Alfred Heger gegen Steve Soper. Ging Heger vorbei und Steve Soper, ich fürchte mal, er kämpft hier mit Reifenproblemen. Das Trio ist vorne auf und da vorne inzwischen 7 Sekunden vor Roberto Ravaglia. Dann Kiesodor, Armin Hane und Roland Asch. Und dahinter geht es zur Sache, der wird nebeneinander gefahren auf den Geraden. Jetzt sind die beiden ISA-Teamkollegen nebeneinander, Jörg Müller und Steve Soper. Und dahinter Sascha Maaßen gegen Alfred Heger. Unglaubliche Kämpfe spielen sich hier ab um die 8. Position. Jörg Müller führt dieses Paket an. Frank Bieler ist da mittendrin, liegt jetzt schon hinter Sascha Maaßen. Und hinter Frank Bieler fährt dessen Teamkollegin Tamara Vidali. Und Sie glauben es kaum, Frank Bieler liegt hier auf der 14. Position. Und das als Tabellenführer im D1 Super Tourenwagen Cup. Wir sitzen bei ihm im Auto. Er hat natürlich einige Unterhaltungen, wenn er nach vorne schaut. Er sieht da nämlich das halbe Feld vor sich, der Frank Bieler. Das ist er überhaupt nicht gewohnt, denn in den ersten 5 Rennen hatte Frank Bieler doch eigentlich eine sehr souveräne Vorstellung gegeben. Und da wird nach wie vor heftig gefightet, als ginge es hier nicht um den Sprint, sondern schon um das Rennen. Und vorne die BMW-Fahrer haben sich weiter abgesetzt, 7,8 Sekunden. Der Vorsprung von Jockel Winkelhock auf Roberto Ravaglia, den Viertplatzierten. Und dieses Trio, das darf ich Ihnen sagen, die werden sich nicht wehtun in diesem Sprint. Denn wenn die sich hier gegenseitig in die Karre fahren würden, dann gäbe es einen Satz rote Ohren von BMW-Rennleiter Max Sura. Die 9. Runde geht zu Ende in diesem Sprint. Das BMW-Quartett fliegt auf und davon an der Spitze. Vorne liegt ein Trio. Die liegen ganz dicht zusammen, der Jockel Winkelhock, der Alex Burgstaller und der Peter Cox. Und da hinten mit dem Respektabstand folgt Roberto Ravaglia auf Position 4. Der Mann aus Venedig, der wird hier nichts mehr anbrennen lassen in diesem Sprint. Der wird sich mit der 4. Position begnügen. Und Roland Asch ist nach vorne gekommen, denn es fehlt uns Kiesodor. Kiesodor nicht mehr mit von der Partie, das ist natürlich jammerschade, nachdem es so gut lief im Aufwärmtraining und auch in der Anfangsphase dieses Sprints. Der Nissan ist verschwunden. Und auch bei Sascha Maaßen beobachten wir schon seit einigen Runden eine aufklaffende Motorhaube. Und da liegt der Nissan von Kiesodor auf dem Dach.
Der Fahrer ist draußen, dem ist nichts passiert. Aber das Auto sieht böse aus, das werden wir heute nicht mehr in Aktion erleben. Es hat einen mächtigen Unfall gegeben, also von Kiesodor. Das ist natürlich jammerschade für Nissan. Es sah so gut aus hier in Salzburg und dann dieser spektakuläre Unfall. Ich denke mal, er ist da ziemlich frontal eingeschlagen. Das Ganze spielte sich ab in der gefürchteten Rechtskurve, die im sechsten Gang mit Vollgas gefahren wird. Gott sei Dank sind diese Supertourenwagen heutzutage sehr, sehr sicher, denn dieser Aufschlag, der passierte mit Sicherheit bei über 200 Kilometer pro Stunde. Denn kurz vor der Kurve wird die höchste Geschwindigkeit erreicht mit Tempo 240. Ein schwerer Schlag für Nissan. Das sind die Streckenposten hier, die übrigens auch mit Helmen ausgerüstet sind. Kiesodor also draußen und das auf der fünften Position. Jetzt sind wir im Auto zu Gast bei Roland Asch, der im Augenblick mit die schnellsten Runden fährt in der Spitzengruppe. Und er hat sich jetzt zurechtgelegt den Honda Accord von Armin Hahne. Ich sagte es Ihnen, Asch sitzt in einem nagelneuen Ford Mondeo, der hier am Freitag beim freien Training in Salzburg die allerersten Runden fuhr. Zuvor hatte Rüdi Eckenberger, der Teamchef, ein Rollout gemacht im Industriegebiet in Lys, dort wo das Team zu Hause ist, in der Schweiz, und dann noch auf einem Flugplatz. Und Sascha Maaßen kommt jetzt gezwungenermaßen an die Boxen, denn es ist ein Blindflug geworden für den Nissan-Fahrer. Die Haube ist endgültig aufgegangen. Er kann eigentlich nur noch nach unten gucken, zwischen Motorhaube und Motorraum. Also das ist jammerschade für Nissan. Es sah so gut aus zu Beginn dieses Sprints und es wird ein totales Desaster. Jetzt also nur noch Ivan Capelli mit von der Partie und der fährt auf der enttäuschenden 23. Position. Es beginnen gleich die letzten drei Runden. Und Roland Asch, der hier auf Platz 6 liegt, der versucht nach wie vor Armin Hahne zu überholen, während jetzt die Nissan-Mechaniker das Auto von Sascha Maaßen reparieren. Ich denke, den werden wir im Sprint nicht mehr wiedersehen, sondern die Nissan-Mechaniker der Scuderia Italia, die ja auch Formel 1 erfahren ist, die werden sich bemühen, das Auto für das Rennen wieder flott zu machen. Es gibt übrigens eine interessante Information jetzt aus den Boxen, dass Jochel Winkelhock, der dieses Sprintrennen anführt, nicht attackiert werden darf. Aber der Kampf um die zweite Position zwischen Alexander Burgstaller und Peter Cox, der ist offen. Also es gibt Stallregie bei BMW, aber die betrifft im Augenblick nur Jochel Winkelhock. Dahinter können Alexander Burgstaller und Peter Cox kämpfen, wie sie wollen. Das sehen wir ja schon. Das tun sie auch. Peter Cox im Windschatten dran am 26-jährigen Münchner, der seine so fabelhafte Leistung hatte vor 7 bis 8 Wochen auf dem Nürburgring, als er seinen ersten Sieg im D1 Supertourenwagen Cup feierte. Allzu viel Zeit hat der Peter Cox nicht mehr, an Alexander Burgstaller vorbeizufahren. Denn jetzt, wenn dieses Trio bei Start und Ziel vorbeikommt, dann beginnen die letzten beiden Runden. Also noch gut 8,5 Kilometer hier auf dem Salzburgring im Sprint zu fahren. Und während hier die letzten beiden Runden beginnen, Jochel Winkelhock sich sicher sein darf, dass Alexander Burgstaller nicht attackiert, haben wir einen Gesprächspartner in der Boxengasse. Sascha Maaßen, lassen Sie ruhig mal Ihr Gefühl raus. Ja, es war ein super Kampf. Wir hatten da eine richtig schöne Gruppe beieinander. Stuck, Bieler, Hietzwitz, ich und Müller. Und wir hatten immer die Position gewechselt und ich war wirklich dabei, mich da vorne zu arbeiten. Und dann passiert ganz plötzlich, ohne irgendeine Vorwarnung, klappt mir da die Fronthaube hoch und ich habe nichts mehr gesehen und habe den Bieler leider noch ein bisschen behindert, weil ich nicht wusste, wo ich hinfahren sollte. Aber ich ärgere mich natürlich, weil ich hätte ganz gern bis zum Ende diesen Kampf mitgemacht. Wie sind Sie denn überhaupt noch rumgekommen um den Kurs, ohne irgendetwas zu sehen? Ich habe da noch einen kleinen Spalt zwischen der unteren Kante der Motorhaube und dem Armaturenbrett. Da habe ich noch ganz klein wenig sehen können und habe ich mich dann ganz langsam noch in die Box gerettet. Kunstfahrer Sascha Maaßen im D1 STW Cup, zurück zum Rennen. Ja, diese Information, die uns da Sascha Maaßen gegeben hat über Frank Bieler, die war natürlich sehr, sehr wichtig, denn der Frank Bieler, der ist jetzt auf den 17. Platz zurückgefallen, liegt sogar noch hinter den Ford von Terry Woodson, Chris Nissen und so weiter. Und hier sehen wir den Überschlag von Kiesodor. Da hat er Riesenglück gehabt, dass da nichts passiert ist. Dieses Auto kann Nissan mit Sicherheit abschreiben, aber Kiesodor hat da alle Schutzengel bzw. er kann den Sicherheitsvorkehrungen im D1 Supertourenwagen Cup danken, dass ihm nichts passiert ist.
Es beginnt die letzte Runde und es hat eine Positionsveränderung gegeben, denn die beiden Schnitzer BMW von Jockel Winkeler und Peter Cox fahren jetzt auf den ersten beiden Plätzen. Also Alexander Burgstaller konnte sich hier nicht wehren gegen den fliegenden Holländer Peter Cox. Und mal sehen, wie sich der Armin Hahne jetzt wehren kann gegen Roland Asch. Die letzte Runde läuft also auch für diesen beiden. Der Honda scheint hier etwas schneller zu sein auf der langen Geraden. Und Roland Asch wird natürlich jetzt keine Gewaltaktion mehr starten, denn Sie wissen es, im Sprint geht es um nicht so viele Punkte wie nachher im 100-Kilometer-Rennen. Asch jetzt bereits in der Nocksteinkehre. Noch eine halbe Runde auch für diese beiden Piloten. Jockel Winkeler und Peter Cox auf dem Weg zu einem lupenreinen Doppelsieg für das Schnitzer-Team, die ja hier ein Heimspiel feiern, denn sie sitzen unweit von der Grenze entfernt in Freilassing. Dort sind sie zu Hause, die Schnitzer-Jungs, und sie kennen den Salzburg-Ring wie ihre eigene Hosentasche. Letzte Schikane für Winkeler und Cox. Ein Doppelsieg im Sprint, aber das ist natürlich erst die halbe Miete. Wir erinnern uns an das andere Rennen in Österreich, nämlich in Zeltweg. Auch dort Winkler der Sprintsieger, aber das Rennen endete für ihn bereits in der ersten Kurve. Winkler im Ziel, Cox im Ziel. Wer kommt jetzt auf die dritte Position? Das ist nicht der Alexander Burgstaller, denn es gibt eine weitere Stallregie bei BMW. Ravaglia wird vorgeholt auf die dritte Position. Burgstaller vierter, dann Hahne und Asch. Ganz klar, BMW spielt hier voll auf Meisterschaft, hat jene drei Fahrer auf den ersten drei Plätzen, die im Titelkampf die besten Karten haben. Und wo ist Frank Bieler? Da kommen die ersten Audis ins Ziel. Alfred Heger auf 7, Hans-Joachim Stuck auf 9. Tamara Vidali auf Position 12. Und der Frank Bieler, hier sitzt mir in seinem Auto, ist auf der 17. Position. Und er ist jetzt bereits im Regen Funkkontakt mit seinem Team. Das ist natürlich ein katastrophales Ergebnis für den Tabellenführer. Ein katastrophales Ergebnis für Audi. Ähnlich schlecht fast wie im letzten Jahr. Aber es gibt ja noch das Rennen. Vielleicht hat man sich bei Audi etwas in Sachen Reifenwahl vertan. Sicherlich nicht vertan hat man sich bei Schnitzer. Jockel Winkeler und Peter Cox auf den ersten beiden Plätzen. Und dieser spektakuläre Reifenwechsel in der letzten Woche von Yokohama, dem langjährigen Partner zu Michelin, hat sich zumindest hier auf den Salzburgring im Sprint einmal ausgezahlt. Ein totaler BMW-Triumph, 4 Autos und Alexander Burgstaller. Da war etwas Stallregie im Spiel. Dann Armin Hahne, wieder einmal der beste Fronttriebler. Und erneut ein gutes Ergebnis also für Honda. Und das nach diesem doch etwas verkorksten Training. Dann Roland Asch, der angedeutet hat, dass er hier flott unterwegs sein kann. Und die weitere Reihenfolge sehen Sie selber. Frank Bieler, der enttäuschende 17. Sicherlich bisher der große Verlierer an diesem Tag. Das also, das Geschehen im Sprint. Wir machen jetzt erst einmal eine kleine Pause. Der ADAC Super Tourenwagen Cup wurde Ihnen präsentiert von...